Danke, Dommer. War geil. Bei Sonne ist es noch geil. Okay, wir haben einen Redebeitrag. Und ich denke, den hauen wir einfach direkt hinten dran raus, oder? Ja. Okay. Hallo Saarbrücken. Also ich fange direkt an. Ich wurde einmal gefragt, warum tust du das Ganze? Meine Antwort war, ich kann nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, unseren Kindern eine Zukunft zu hinterlassen, die voll von Betrügern, Lügnern, Sadisten, Heuchler, machtgierigen Marionetten sind, die nur darauf warten, unsere Kinder zu Systemsklaven zu erziehen. Das Ganze fängt im Kindergarten erst richtig an und hört erst auf, wenn jeder Einzelne erkennt, wie falsch unser System läuft. Aber noch wollen es wenige so richtig glauben. Wir erkennen das Ende, aber keiner tut was dagegen. Wir sollten aufhören, uns mit den negativen Dingen zu beschäftigen und stattdessen mit Veränderung zu befassen. Wie und was verändert werden soll, liegt bei jedem selbst für sich in der Hand. Mein Weg begann dort, wo ich aufhörte, anderen zu folgen. Es kann und darf nicht so weitergehen. Wir sollten uns die Frage stellen, wie können wir, jeder Einzelne von uns, die Masse erreichen? Wir sollten Aktionen starten. Erzähl was deinem Nachbarn, am besten mit Taktik. Verteil Flyern, geht in Schulen, eure Vereine, setzt Cookies, überall wo ihr seid. Scheiß drauf, was die Masse denkt. Noch haben wir die Wahl und können ein Zeichen setzen. Wir werden belogen, betrogen, verarscht, vergiftet, getötet, hintergangen. Und das alles lassen wir zu? Das kann es nicht sein. Steht auf, wir sollten laut werden. Es wird nicht nur langsam Zeit, es ist an der Zeit, etwas zu ändern. Wir befinden uns in einer psychologischen Kriegsführung. Zum Beispiel Haab, Wettermanipulationswaffen, Monsanto, Fernsehen, Zeitung, Medien in großem Stil. Die Medien sind wie Waschmaschinen. Sie werden reingewaschen für die nächste Gehirnwäsche. Wenn ihr nicht wisst, was hier los ist oder wovon wir hier reden, macht den scheiß Fernseher aus. Die Medien sind die mächtigste Einrichtung auf der Erde. Sie haben die Macht, Unschuldige schuldig und Schuldige unschuldig zu machen. Und das ist die Macht. Und das ist Macht, weil sie Verstand der Masse kontrollieren. Kennt jemand den Spruch, als wir kleiner waren, wir sind doch keine Rockefeller? Oder du bist kein Rockefeller? Du bist ein kleiner Rockefeller. Ich wusste nicht richtig, was anzufangen mit dem Namen. Ich würde sogar sagen, viele wissen heute noch nicht, was der Name für eine Bedeutung hat. Neue Weltordnung. Rockefeller sagte Folgendes: Die Zerstörung der Familien und der Feminismus ist unsere Erfindung aus zwei Gründen. Denn vorher zahlt ja nur die Hälfte der Bevölkerung Steuern. Jetzt fast alle, weil auch die Frauen arbeiten gehen. Außerdem wurden damit Familien zerstört und wir haben dadurch die Macht über die Kinder erhalten. Sie sind nun unter unserer Kontrolle und mit unseren Medien, TV, Hollywood, Playstation und so weiter. Wir haben eine kaputte Gesellschaft aus Egoisten geschaffen, die für die angebliche Karriere arbeiten, alles konsumieren, was wir ihnen vorsetzen. Mode, Schönheit, Marken und so weiter. Dadurch unsere Sklaven sind und es auch noch gut finden. Die Manipulation der Gewohnheiten, der Meinungen der Massen ist ein wichtiges Element in der demokratischen Gesellschaft. Wer die Gesellschaftsmechanismen manipuliert, bildet eine unsichtbare Regierung. Können wir das zulassen? Können wir das mit unserem Gewissen vereinbaren? Müssen wir das alles so hinnehmen, wie es ist? Das ist nur ein kleiner Dialog aus der Rockefeller-Familie. Orientiert euch neu, hört auf zu funktionieren. Der Krieg klopft jetzt auch an unserer Tür. Wollen wir nicht verhindern, dass er reinkommt? Habt ihr Vertrauen in diese Regierung, dass sie den Frieden sichern wird? Wer von euch kennt den Film Forrest Gump? Er ist immer eine Straße entlang gelaufen und Hunderte sind ihm gefolgt, ohne abzubiegen. Wir machen weiter, immer weiter. Mit viel Kraft und Liebe gehen wir nur eine Straße entlang, ohne abzubiegen. Wenn wir abbiegen, machen wir Fehler.
die wir uns beim besten Willen nicht leisten können. Lasst uns gemeinsam in eine Richtung gehen. In Richtung Frieden, ein Miteinander mit Herz und Verstand. Wenn wir nicht bald gegensteuern, nähen wir vor allem unsere Kinder und Enkelkindern in 20 Jahren T-Shirts für die Chinesen. Wollen wir das? Ich glaube nicht. Für einige Menschen mag das Leben am einfachsten sein. Wenn sie die Augen verschließen, dann schlafen sie vielleicht besser. Oder wenn sie die Ohren verschließen, dann fühlen sie sich vielleicht besser. Oder sie können den Mund verschließen, dann ecken sie vielleicht nirgendwo an. Aber die Probleme und Missstände bleiben, denn Ignoranz konnte noch nie etwas verbessern. Man sollte das Wahre immer wiederholen, weil auch der Irrtum um uns herum immer wieder gepredigt wird, und zwar nicht von jedem Einzelnen, sondern von der Masse, in Zeitungen, auf Schulen und Universitäten. Wir lernen nicht für unser Leben, wir lernen für die Schule und für das System. Überall ist der Irrtum obendrauf und keiner merkt es. Unsere Kinder haben das Recht zu erfahren, was da gespielt wird. Was sie dann später aus dem Wissen, das sie nicht aus der Schule lernen, tun, liegt dann nicht mehr in unserer Hand. Aber wir sollten auf keinen Fall schweigen. Die Veränderungen gehen über Generationen. Gesellschaftliche Veränderung fängt immer mit Außenseitern an. Die spüren, was notwendig ist. Und wir sind diese Außenseiter. Tun wir, was notwendig ist. Tun wir es mit Herz und Verstand. Ich möchte, dass ihr mutig werdet. Ich möchte, dass ihr wachsam werdet. Ich möchte, dass ihr aus der Manipulation erwacht. Ich möchte, dass ihr euch erhebt und euch die Freiheit zurückholt, das, was euch genommen wurde. Ja, ich möchte, dass ihr wütend werdet und ich möchte, dass ihr diese Wut in Liebe transformiert. Nur so werden wir es schaffen. Unsere Waffe ist, bleibt der Denkapparat im Kopf. Haut rein, was das Zeug hält. Tschüss.